Wir waren gerade frühstücken im Koop, haben richtig lecker kalbsgeschnetzeltes. Lia isst das nicht, aber ich habe nur die Rösti gegessen. Wir gehen jetzt nochmal in die Stadt, nach Zürich. Schauen uns mal ein paar Spinnen an, habe ich gehört, Schat. Oh ja, ich frag mal, ob ich mir die über den Arm krabbeln lassen kann. Ich freue mich drauf. Dann müssen wir jetzt mal ein Stückchen laufen. Ist jetzt 1:30. Um 7 müssen wir am Flughafen sein, oder? Ja. Um 7, ja. Wir haben noch Zeit. Ja, okay, die Ausstellung mit den Spinnen, die ist in der Schaffhauser Straße. Problem ist nur, es ist ganz da vorne. Wir sind bei Nummer 333 gestartet und wir müssen zu Haus Nummer 1. Ja, zu Hause mal. Heißt, wir sind jetzt schon gute 20 Minuten unterwegs und müssen nochmal 20 Minuten latschen. Dann sind wir fast wieder in Zürich. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, da laufen wir vom Hotel aus so 5 Minuten, weil ich habe nur Schaffhauser Straße eingegeben. Wird schon nicht so lang sein. Nein. Wir wollten uns gerne die Spinnen angucken, aber das war viel zu teuer. 15 Euro pro Person, ja. Und das war gerade ein Raum. Ein kleiner Raum. Und ich hätte nicht mal filmen dürfen. Einfach mal in den Zirkus gehen hier im Hintergrund. Kannst dir nicht leisten, du. Das ist aber krass. Ich habe eben schon die ersten Kommentare gelesen zum Bartlock, dass Schweizer sagen, hey, das ist ganz normal hier. Also wenn ich nach Deutschland gehe, dann denke ich jedes Mal, wow, wie günstig hier alles ist. Also Schweiz, ihr seid krank. Warum verdient ihr so viel Geld und warum verdienen die Deutschen so wenig? Die gucken alle so komisch, weil ich hier mit Kamera in der Fresse rumlaufe. Das macht auch nicht jeder. Also ich schätze mal, das macht keiner hier so vloggen. Die gucken alle. Und ich bin einer der wenigen mit Bart. Ist dir das aufgefallen? Ja. Jetzt, keiner der Schweizer hat einen Bart. Die sind alle rasiert. Das kommt noch. Wartet ab, Schweizer. Das kommt noch. Ich bin Trendsetter aktuell, ja. Bald habt ihr auch alle Bart. Aber ich hätte das gern mal gesehen. Da oben sind überall kleine Lichterketten. Also wenn die abends angemacht werden, das sieht bestimmt richtig schön aus, oder? Ja, das sehe ich auch. Ja. Naja. Wir gehen jetzt aber schon mal langsam Richtung Flughafen, weil ja, sonst wird es dunkel und dann noch eine Bahn zu finden, das wird ein bisschen schwierig. Ja, wir sind jetzt schon am Flughafen von Zürich und haben noch, es ist 5:30, unser Flug geht 8:30. Haben jetzt unsere letzten Franken schon wieder umgetauscht. Das war nicht viel. Oh Gott, sind wir arm geworden das Wochenende. Ich muss ganz viel arbeiten in den nächsten Wochen. Naja, wir gehen jetzt gleich durch die Sicherheitskontrolle. Wir hoffen, das geht ganz schnell und dann fliegen wir schon zurück nach Deutschland. Lia freut sich schon auf den Flug, ne? Ja, mir ist ganz schlecht schon. Nee, aber wir freuen uns echt auf Vicky und die Katzen.
Und endlich wieder gesundes Essen. Wir haben die ganzen Tage jetzt kein Gemüse gegessen, weil Gemüse unbezahlbar teuer ist. Ja, Zürich, die teuerste Stadt der Schweiz, habe ich gehört. Und auch eine der teuersten der Welt. Tja, da wir nicht wissen, welches unser Geld ist, da unser Geld erst kurz nach 7 Uhr ausgegeben wird und wir noch über 2 Stunden Zeit haben, setzen wir uns jetzt irgendwo an leeres Gate, wo noch kein Flugzeug eingeteilt ist, und gucken ein bisschen Hannibal auf dem Laptop. Wir haben leider keine Kopfhörer dabei, aber naja. Summer is ended, the leaves are turning brown. Wir sitzen jetzt hier schon seit 2 Stunden und warten immer noch darauf, dass unser Flug geht. Na Schatz, macht noch mal nicht. Wir warten einfach nur, dass die Zeit rumgeht. Es ist furchtbar. Und überall gibt es hier Essen. Es ist so teuer. Wir haben ein bisschen was geguckt auf Laptop, aber irgendwie, ja, kann sich nicht so konzentrieren darauf. Danke fürs Warten, meine Damen und Herren. Wir bitten um unsere Gäste in der Gruppe C nach Berlin zum Ausgang B38. Vielen Dank. Bitteschön. For autumn, autumn comes too soon. Wir fliegen jetzt nach Köln zurück. Was ist die Schatz? War schön hier in Zürich, oder? Ja, wenn ich jetzt ein kleines Kind wäre, würde ich mich ungefähr genauso anhören. No, das wird schon alles gut. Guck mal, ich greife sie schon die ganze Zeit. Alles gut, ne? Wir kommen sicher an und dann musst du ganz lange nicht mehr fliegen, Schatz. Werde ich auch nicht. Schön, ne? Not just you. Genau, wir sind wieder in Deutschland. Hoffentlich habe ich ein paar schöne Bilder für euch machen können vom Flug. Ich weiß halt nicht, ob es mit dem ISO-Wert so geklappt hat, sonst ist alles nämlich einfach nur schwarz. Ja, wir haben 9:30 am Sonntag. Ja. Und der Vicky kocht jetzt was für uns. Ja, ich bin ja gespannt. Du? Ich auch. Ja. Aber ich glaube an dich, Vicky. Vicky, wir glauben an dich. Gut, das war das Addendum zum Badlog. Ich schätze mal, das sollte eigentlich ausreichend sein. Wir haben jetzt noch ein bisschen was erlebt, nicht allzu viel, weil wir sind arme Deutsche. Wir konnten nicht mehr alle. Nee, also wirklich unglaublich, wie teuer es soll. Fahrt gerne in die Schweiz, aber nehmt Geld mit. Nehmt wirklich Geld mit. Wenn ihr im Lotto gewonnen habt, macht ruhig Urlaub. Wenn ihr wissen wollt, was wir jetzt ausgegeben haben, ist das nicht normal. Für die drei Tage, was wir jetzt an Geld ausgegeben haben, für nichts quasi. Wir haben nur Fastfood gegessen und irgendwelches billiges Zeug aus dem Lidl gekauft. Unglaublich. Ich freue mich so auf Gemüse. Wir haben jetzt 3 Tage kein Gemüse gegessen. Nur Burger, Pommes, Döner, Pommes, Rösti mit Kalbsgeschnetzeltem und so Sachen. Also wir freuen uns wirklich, ja. So, liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Das war's mit dem Addendum an unser kleines Wochenende in Zürich. ja, wird bestimmt bald wieder was kommen. Vor allem bin ich jetzt erstmal dann alleine am Fliegen. Das muss Lia dann sich doch nicht antun, alles. Das ist auch nicht so schlimm. Nee, ist nicht so schlimm. Alles klar. Tschüss. Tschüss.